Bei dieser Differentialgleichung können wir alles in y auf eine Seite des Ist-Zeichens setzen und alles in x auf die andere Seite. So. Man sagt, diese Differentialgleichung sei mit trennbaren Variablen. Jetzt rechnen wir beidseitig die Stammfunktion und diese zwei Stammfunktionen sind gleich einer additiven Konstante, na, Konstante, die ich hier c1 nenne. Die Stammfunktion von 1 auf y dy, das ist selbstverständlich der natürliche Logarithmus vom Betrag von y. Und die Stammfunktion von x dx, das ist x² halbe. Also so. Jetzt rechnen wir noch e hoch an beiden Seiten, also e hoch ln vom Betrag von y, das ist e hoch diese Summe. So. Der Betrag von y, dieser Betrag kann jetzt noch zur anderen Seite und wird dazu plus minus. Also erhalten wir so y gleich plus minus e hoch x² halbe plus c1 und das ist e hoch x² halbe mal e hoch c1. Dieses plus minus e hoch c1, das ist eine beliebige Konstante, die ich jetzt wieder c nenne. Und somit erhalten wir y gleich c mal e hoch x² halbe und das ist die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung.